Hallo, einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Bei mir hat sich wieder wahnsinnig viel Müll, Mist und so weiter angesammelt. Und ihr wisst ja, was das heißt. Das heißt, es gibt jetzt ein neues Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und damit es nicht zu lange wird, fange ich an. Was mir als erstes in die Hände springt, wenn ich so in meine Box gucke, dann ist das die Lush Marilyn Haarkur. Beziehungsweise eine Haarmaske ist es. Die habe ich jetzt schon wirklich einige Zeit lang. Also ich habe sie ein paar Monate lang benutzt auf jeden Fall. Das ist eine vegane Haarmaske. Da ist zum Beispiel Kamille drin, Leinsamenaufguss, Zitronensaft ist da auch drin. Und die lässt eben durch diese Kamille, das habt ihr sicherlich vielleicht auch schon mal gehört, gerade Blondtöne eben sehr, sehr schön strahlen und hat dadurch, dass sie die Haare so strahlen lässt, so einen leicht aufhellenden Effekt. Und ich kann mir auch vorstellen, die irgendwann mal wieder zu kaufen, aber momentan benutze ich ja die Haarmaske, die ich euch in meinem Haarpflegevideo gezeigt habe. Die Jasmine Tanner Fluffy. Dann bleiben wir direkt bei den Haaren. Und zwar habe ich aufgebraucht eine Spülung, die ist jetzt von Lavera. Das ist die Basis Intensiv Glanz- und Pflegehaarspülung mit Bio-Avocadoöl und Bio-Mandelmilch. Die mochte ich ganz gerne. Ich habe sie in der Mitte aufgeschnitten. Sehr gut. Und ja, ich mochte den Geruch ganz gerne. Ich muss aber sagen, dass es jetzt für mich nicht die perfekte Haarspülung war. Also ja, es gibt andere Haarspülungen, die mich mehr überzeugen. Und deswegen würde ich die nicht unbedingt nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht eine Haarspülung ebenfalls von Lush. Das ist jetzt der Retread Conditioner. Der ist mit Cantaloupe-Melone, mit Olivenöl, mit Joghurt und ist einfach eine wunderbare, schöne, reichhaltige Pflege einfach für die Haare. Ich finde den ganz, ganz toll. Ich finde den Geruch sehr, sehr angenehm und den habe ich eigentlich jetzt auch immer da. Also ich werde mir den auch nochmal nachkaufen auf jeden Fall. Und ich liebe den total, ja, habe ich sehr, sehr, sehr gerne benutzt. Und ich habe den auch manchmal so als Pre-Wash-Kur so ein bisschen benutzt. Einfach vor dem Haarewaschen schon mal in die Länge gegeben, ein bisschen einwirken lassen. Ja, ich finde den Geruch einfach ganz, 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 ganz toll. Und ja, also wenn ihr nach einem Conditioner sucht, der wirklich schöne, reichhaltige Pflege für eure Haare bietet, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, was auch in meinen Monatsfavoriten schon zu sehen war. Und zwar ist das Rosenwasser. Das habe ich aufgebraucht, bekommt ihr auf jeden Fall in einem türkischen Laden, bekommt ihr glaube ich auch in asiatischen Läden, also ich habe meins jetzt aus einem asiatischen Laden und ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Ich habe das wie gesagt immer als Gesichtswasser benutzt. Momentan benutze ich so eine Mischung aus Rosen- und Lavendelwasser als Gesichtswasser. Das ist halt nochmal ein bisschen beruhigender, ne? Aber hat eben auch diese tolle Eigenschaft von dem Rosenwasser, dass es die Rötungen einfach so ein bisschen zurücknimmt. Und ich fand das wirklich total, total toll. Also wie gesagt, momentan benutze ich dieses andere Gesichtswasser, aber wenn das irgendwann leer ist und ich dann, keine Ahnung, vielleicht mal wieder einfach nur so Rosenwasser kaufen wollen würde, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil es wirklich günstig ist und ja, eine tolle Alternative finde ich. Und wie gesagt, gegen Rötungen auf jeden Fall hilft. So, dann habe ich aufgebraucht und ich habe fast ein bisschen geweint. Ein Parfüm. Und zwar ist das Biotherm Eau Pure. Das hatte ich mir ich hatte es mir über Kleiderkreisel gekauft. Und liebe Grüße an dich, Vivian. Ich hatte es nämlich von einer Zuschauerin tatsächlich abgekauft, weil sie das nicht mehr so gerne haben wollte. Und dann habe ich es mir über Kleiderkreisel von ihr besorgt. Und ich habe das wahnsinnig, wahnsinnig gerne benutzt. Also es ist ein ganz, ganz toller Duft, definitiv. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, riecht sehr, sehr frisch. Könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr frische Düfte mögt. Und irgendwann werde ich mir das sicher nachkaufen. Momentan bin ich so ein bisschen auf Sparkurs. Ja, aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ja, ein ganz, ganz toller Duft. So, gehen wir mehr in die Richtung Make-up und zwar habe ich da aufgebraucht den Laura Mercier ölfreien Primer. Den habe ich nicht ganz aufgebraucht, deswegen ist er auch nicht aufgeschnitten. Ich hatte mir den bestellt, als ich in Neuseeland war. Und habe ihn dann benutzt, weil habe ich immer BB-Cream benutzt. Und ja, wie das bei BB-Creams ist, ne, wenn man die morgens aufträgt, so nach 7 Stunden oder so am Nachmittag, ich bin ja immer wahnsinnig früh aufgestanden, am Nachmittag habe ich es dann immer geglänzt und ich hatte das Gefühl, die BB-Cream verteilt sich so ein bisschen im Gesicht. Und deswegen hatte ich mir den gekauft. Der ist nur 6 Monate haltbar und ja, ich habe den dann irgendwann aufgehört zu benutzen und deswegen ist jetzt auch immer noch was drin. Ich muss sagen, dass ich mich auch wahnsinnig darüber ärgere, dass ich den nicht komplett aufgebraucht habe. Aber ja, momentan brauche ich ihn auch einfach nicht mehr. Ich fand ihn aber wirklich gut. Also hätte ich ihn noch gebraucht, dann hätte ich ihn weiter benutzt. Aber ich brauche ihn jetzt einfach nicht mehr. Und mittlerweile, jetzt brauche ich eigentlich auch keinen Primer mehr. Aber
Ja, ich fand ihn gut, aber er ist sehr, sehr teuer. So, machen wir direkt weiter beim Make-up. Und zwar habe ich da aufgebraucht den Instant Anti-Age Effekt, der Löscher von Maybelline in der Farbe Light. Den habe ich immer ganz gerne benutzt unter dem Auge oder auch so auf Rötungen im Gesicht. Sowohl als auch. Ich finde den wahnsinnig gut dafür. Ich habe ihn mir jetzt erstmal nicht gekauft. Ich habe jetzt versucht, irgendwie so eine Alternative zu finden, weil ich finde, dass der sich wahnsinnig schnell aufbraucht. Und das stört mich so ein bisschen, weil der kostet ja auch 10 Euro und das ist ja jetzt auch nicht so super günstig. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen eine Alternative zu finden. Der momentan von Rival de Loop, den ich benutze, den finde ich super für unter die Augen. Fürs Gesicht finde ich ihn, glaube ich, nicht so toll. Ja, aber es gibt ja noch so einen anderen von Maybelline, den ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, den Fit Me Concealer, den ich mir irgendwann auch kaufen werde. So, dann habe ich aufgebraucht ein Garnier Mineral Deo. Das ist das Invisi Dry 48 Stunden Non-Stop Ding. Ja, fand ich gut. Gefällt mir der Geruch sehr, sehr gut. Ich habe das einfach nur so zwischendurch benutzt, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte mich so ein bisschen auffrischen. Weil eigentlich benutze ich ja diesen Deo-Stick von Rituals. Und da ich momentan aber von diesen ganzen Aluminiumsalzen weg möchte, werde ich mir das nicht nachkaufen, weil da sind nämlich Aluminiumsalze drin, definitiv. Genauso wie das von Rituals. Also ich bin gerade dabei, einfach meine Deo-Reste so ein bisschen aufzubrauchen, damit ich dann halt auf aluminiumsalzfreie Deos umsteigen kann. Aber falls euch das ja nicht so viel ausmacht, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde, das ist wirklich ganz gut von der Wirkung her und auch vom Duft. So, und wie könnte es anders sein? Dann habe ich natürlich meine zwei Lieblingsmascaras auch gebraucht. Das ist einmal die Rocket Volume Express von Maybelline. Die wasserfeste Variante. Ihr wisst, ich liebe das. Die definiert ganz, ganz toll und hält den Schwung aber vor allem. Deswegen finde ich die klasse. Und dann noch die falsche Wimpern Volume Express Mascara. Ich habe die ebenfalls in wasserfest und ich benutze die beide immer zusammen im Duo. Ich benutze immer erst die blaue und dann die lila und die finde ich beide zusammen total klasse. Und ja, habe sie mir auch nachgekauft. Ich schlage dann immer zu, wenn es irgendwie so 20% gibt oder so. Und ich glaube sogar 30% auf Mascaras. Da habe ich die zugeschlagen, definitiv. Also haltet da die Augen offen, wenn ihr die mal ausprobieren wollt. Die sind wirklich super und ja, die habe ich mir schon nachgekauft. Und dann habe ich etwas aufgebraucht, was ich seit Jahren benutze und liebe und schon ganz, ganz oft nachgekauft habe. Und zwar ist das der Hot Cloth Cleanser von L'Oréal. Das ist ja dieser Balsam mit, was ist denn da drin? Genau, Rosmarin, Kamille, Kakaobutter und Eukalyptus. Und das tragt euch einfach aufs Gesicht auf und damit nehmt ihr quasi euer Make-up oder komplett reinigt ihr euer Gesicht einfach. Nehmt dann so ein heißes Tuch und nehmt es damit runter und den liebe ich einfach. Also ich habe zum Beispiel Vanya auch einen zu Weihnachten geschenkt und ja, ich liebe ihn. Das war momentan mein letztes Exemplar. Ich muss mir den demnächst neu bestellen. Momentan habe ich aber noch zwei andere Reiniger, die ich erstmal aufbrauchen will und danach werde ich mir den definitiv wieder bestellen. Das ist mein, ja, liebster Reiniger, also Favorite Cleanser of all time, könnte man sagen. Wirklich mein allerliebster Reiniger. Ich liebe ihn abgöttisch und ja. Aber jetzt ist er erstmal leer. Dann habe ich auch gebraucht ein Trockenshampoo. Habe ich ja auch drüber gesprochen in meiner Haarpflegeroutine. Falls ihr die noch nicht gesehen habt und es euch interessiert, dann klickt auf jeden Fall unten in die Infobox. Da ist sie dann definitiv verlinkt. Das ist jetzt eine Variante. Also ich kaufe immer das von Algemarina, ne? Entweder das Lila oder das Orange. Ich habe da noch keinen Unterschied feststellen können bei beiden. Ich mache das immer, je nachdem, wie ich gerade so, wie mein Griff gerade ins Regal geht, nehme ich dann entweder das Orange oder das Lilane. Und genau, ich finde es mega klasse. Es ist mein absolutes Lieblingsshampoo aus der Drogerie, weil es relativ günstig ist. Es ist viel drin. Ich finde, man braucht auch nicht so viel davon, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Trockenshampoos. Und deswegen finde ich das mega gut und ja, habe es auch schon wieder nachgekauft. Dann ist ein Peeling alle gegangen. Das ist jetzt von AUG das Seesand-Peeling. Ich hatte das, glaube ich, eine ganz schöne Zeit lang. Also ich habe es dann auch aufgeschnitten und da ist dann auch definitiv immer noch ganz schön viel drin. Also ich kann euch wirklich empfehlen, dass kriege ich es natürlich nicht mehr zusammen. Mit noch weißem Tee und Ginseng-Extrakt. Ich fand das ganz gut. Man muss schon sagen, dass es ein relativ grobes Peeling ist, definitiv. Also wenn ihr das eher nicht so grob mögt, dann ist es vielleicht nicht so gut. Aber es ist definitiv ein ganz, ganz tolles Peeling. Also es macht die Haut wirklich sehr, sehr rein. Es nimmt es sehr, sehr gut runter. Ich habe mir jetzt ein anderes Peeling gekauft. Einfach, weil ich auch mal gerne wieder was anderes benutze, ne? Aber wenn man mal irgendwie ein günstiges Peeling sucht,
was aber trotzdem sehr, sehr gründlich reinigt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Dann ist ein Duschgel alle gegangen, was ich euch schon mal in einem Favoritenvideo, glaube ich, gezeigt hatte und was ich auch total mag. Und zwar ist das das Happy Hippie. Ich hatte jetzt die kleine Größe davon. Das ist mit Grapefruitsaft und Grapefruitaufguss und ich liebe das. Das riecht so wahnsinnig, wahnsinnig frisch, hatte ich euch auch schon im Favoritenvideo erzählt. Wenn man dann unter der Dusche ist, ist es so ein richtiger Kick morgens, finde ich, da wird man richtig gut wach mit. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen werde ich mir das vermutlich auch in nächster Zeit nachkaufen. Und was auch immer dabei ist, glaube ich, in meinen Videos, ist Zahnpasta. Wieder die Tiefenreinigungszahnpasta von Blendermate. Ich werde von euch ganz, ganz oft gefragt, was für eine Zahnpasta ich benutze. Das ist diese Tiefenreinigungszahnpasta mit löslichen Mikroaktivkügelchen in der Geschmacksrichtung Minze. Die soll auch einen leicht, ich glaube, aufhellenden Effekt haben, wenn ich mich da nicht täusche, weil eben auch Fluorid enthalten ist. Keine Ahnung, ich achte da eigentlich nicht so drauf. Für mich ist einfach mal nur wichtig, dass ich danach ein sehr frisches Gefühl im Mund habe. Und weil da, wie gesagt, Tiefenreinigung draufsteht, ne, ist es halt so für mich ein Grund, sie zu kaufen. Ich weiß nicht, ich bin zufrieden damit. Und habe aber eh seltenst Probleme mit meinen Zähnen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt irgendwann mal Probleme mit meinen Zähnen hatte. Deswegen bin ich da ganz zufrieden mit und habe es mir auch schon wieder nachgekauft. So, kommen wir zur Lippenpflege. Da habe ich nämlich auch zwei Produkte aufgebraucht. Und zwar einmal ein Lip Scrub. Das ist jetzt das Sweet Lips Lip Scrub von Lush. Das habe ich seit Ewigkeiten, Leute. Das hat mir so lange gehalten. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe mir das 2011 gekauft. Auf jeden Fall habe ich es länger benutzt. Also es ist bis 2012 definitiv haltbar, steht hinten drauf. Aber ich habe es jetzt bis vor kurzem noch benutzt. Also es war auch völlig okay. Und zwar war das mit Vanille und Schokoaroma. Und mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Aber ich habe mir vor kurzem das neue gekauft, also beziehungsweise ein neues, was es momentan gibt. Und zwar ist das das Popcorn-Lippen-Peeling, was ich total mag. Da stehe ich total drauf. Wie gesagt, ich hatte vorher das hier. Jetzt ist es komplett leer. Und ich hatte das so, so viele Jahre lang und habe es halt immer benutzt zwischendurch. Ich finde es einfach angenehm, wenn man irgendwie Probleme mit den Lippen hat und dann einfach peelt und sie dann weich sind und alle Hauttüpfchen abgetragen und ihr einfach total glatte Lippen habt. Deswegen fand ich das so klasse und habe es mir definitiv nachgekauft. Und was sich dann natürlich immer direkt anbietet nach so einem Peeling, ist natürlich eine Lippenpflege oder generell Lippenpflege. Und da habe ich aufgebracht von Burt's Bees den Lippenbalsam. Das war jetzt der mit Minze. Und ich wollte eigentlich den mit Mango kaufen, habe mich vergriffen und habe den mit Minze genommen. Finde ich für den Sommer definitiv gut. Reicht mir definitiv da von der Pflege für den Winter auf keinen Fall. Da war ich echt enttäuscht davon. Und ich mag dieses minzige Gefühl eigentlich total gerne auf den Lippen. Deswegen hat er mir doch ganz gut gefallen. Also kann ich mir schon vorstellen, den irgendwann mal wieder zu kaufen auf jeden Fall. Aber ich würde auch gerne, glaube ich, mal eine andere Alternative davon ausprobieren. Und momentan habe ich eh meine Coris Lippenbutter, deswegen brauche ich momentan eh keine andere Lippenpflege. Aber er hat mir doch ganz gut gefallen. So, und dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist auch eins, was bei mir eigentlich immer, immer, immer auftaucht in Videos. Und zwar ist es mein Augen-Make-up-Entferner. Das ist der ölhaltige Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loop, der super ist. Also ich habe wirklich ja wasserfeste Wimperntusche grundsätzlich drauf. Ich finde den klasse. Ich finde den wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und er ist recht günstig. Deswegen werde ich ihn auch immer wieder nachkaufen. Das war es auch schon wieder mit diesem Video für meine aufgebrachten Sachen für diesen Monat. Ich schätze mal, das nächste aufgebrachte Video kommt wieder so in vier bis sechs Wochen irgendwie. Ich habe das Gefühl, das sind immer so die Abstände, in denen ich ein aufgebrachtes Video hochlade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht waren einige Produkte dabei, die ihr jetzt neu kennengelernt habt oder die ihr auch schon ausprobiert habt oder jetzt ausprobieren möchtet. Je nachdem, schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr da Produkte von kennt oder auch mögt oder so. Oder vielleicht auch eine andere Meinung dazu habt. Das kann ja auch gut sein. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir sehen uns Freitag wieder. Bis dann! So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr euch fragt, was ich benutzt habe, dass ich plötzlich vollere und längere Wimpern habe, dann schaut euch doch eines meiner letzten Videos an. Da verrate ich euch, was ich benutzt habe, dass sie jetzt so viel voller und länger sind. Ansonsten, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Habt eine wunderschöne Woche und bis Freitag. Tschüss!